alle Tiere lernen gleich, wenn sie etwas tun und das eine Konsequenz hat. Wenn die Konsequenz angenehm ist, werden sie das Verhalten häufiger zeigen. Wenn die Konsequenz unangenehm ist, werden sie es weniger zeigen. Das ist ein Grundprinzip, das bei allen Tieren zutrifft. Es ist eigentlich ein Klischee, aber es trifft eigentlich zu, dass der Hund einen Meister hat oder einen Partner und die Katze hat Untergebene. Häufig ist es so, dass man versucht, die Katze zu erziehen, aber eigentlich ist das Umgekehrte der Fall. Man wird von der Katze erzogen und zwar sehr effizient. Es ist eine Beziehung, die auf Gegenseitigkeit beruht bei beiden Tierarten, aber der Hund, der gefällt eben gern. Und bei der Katze, wenn sie gerade passt. Grundsätzlich ist es für die Beziehung förderlich, wenn man das Verhalten, das man beim Tier möchte, dass man das belohnt. Und zwar sofort, nachdem dieses Verhalten gezeigt wurde, also innerhalb von einer Sekunde. Sonst kann das Tier diese Connection, diesen Zusammenhang im Hirn nicht machen. Und dann ist fast alles möglich, wenn man dann noch Geduld hat. Ganz wichtig für den Hundehalter ist, dass er den Hund nicht vermenschlicht, dass er ihn genau beobachtet und sein Verhalten genau deuten kann. Weiters ist es wichtig, dass er klare Signale gibt, klare Kommunikation und konsequent ist. Wenn mal eine Bestrafung notwendig wird, dann darf dies nie mittels Körpergewalt erfolgen, weil dies würde das Vertrauen zerstören. Eine Bestrafung kann zum Beispiel durch Auslassen einer Belohnung oder durch eine kurzfristige, gezielte Ignoranz erfolgen. Bei einem Hund, der in der Familie aufwächst, ist zu beachten, dass ein Kind nie alleine mit dem Hund gelassen wird, egal wie lieb der Hund ist. Es ist gerade für Kinder sehr schön, wenn sie mit Heimtieren aufwachsen können. Es gibt da zahlreiche Studien, dass Kinder, die mit Heimtieren zusammenleben, dass sie ein besseres Selbstbewusstsein haben, ein gutes Gefühl für den Respekt vor anderen Lebewesen, vor anderen Mitlebewesen entwickeln und auch sehr früh lernen, Verantwortung zu übernehmen. Was aber nicht heißt, dass man das Tier dem Kind einfach geben kann und das macht dann schon. Es sind immer die Eltern, die das letzte Wort haben und die Oberaufsicht über die Heimtierhaltung.